Auf der halb verrotteten Veranda eines kleinen Holzhauses, das am Rande einer Schlucht nahe der Stadt Winesburg, Ohio stand, lief ein dicker, kleiner, alter Mann nervös auf und ab. Nicht in den Lehnstuhl oder aufs Sofa. Zum 12. Literaturfestival in Berlin zieht es die Lesenden wieder auf die Straße. Schriftsteller, Journalisten, Intellektuelle, sie geben zum Besten, was sie mögen und lassen andere teilhaben. Bücher gehören zu meinem Leben und ein Literaturfestival, das die Stadt infizieren will mit dem Lesevirus, gefällt mir. Ja, ich hatte 2 Zuhörer. Ich hatte mich darauf vorbereitet, vielleicht so 5 bis 10 zu haben, aber die beiden, die ich dann hatte, die waren auch ganz toll. Schriftsteller können alles das, was sie nicht leben oder nicht zu leben wagen, können sie sich schreiben. Ich muss es mir lesen, erlesen, aber immerhin. Also lesen ist für mich ungeheuer wichtig. Das freie Wort, zu schreiben, es anderen zu zeigen oder vorzulesen, ist ein hohes Gut. Es auf der Straße zu tun, ist in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas zwar nicht alltäglich, aber Normalität, eben weil es möglich ist. Und das ist in vielen Ländern der Welt eben nicht so. Und deswegen haben wir als internationales Literaturfestival, wir empfinden die Verpflichtung, Autoren aus der ganzen Welt, die in ihren Ländern nicht die Möglichkeit haben zu publizieren, hier zu lesen. Und zwar auch abseits des Buchmarktes. 185 Schriftsteller aus 58 Ländern sind in diesem Jahr dabei. Lesen, diskutieren und tauschen sich aus. Das Festival ist Plattform und Kompass, auch in Sachen Politik. Wir haben Autoren, die sich mit wichtigen Themen beschäftigen, aber mit literarischen Mitteln, die andere Positionen einnehmen, andere Perspektiven einnehmen. Liao Yiwu. Dissident, Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Jetzt ist er in Freiheit, eröffnet das Festival, aber Seite um Seite füllen seine Erinnerungen aus 4-jähriger Haft in China, eingesperrt, weil er den Namenlosen eine Stimme gab. Beim Literaturfestival erhebt er seine Stimme erneut für die Unterdrückten in Tibet und die Toten der Gewaltherrschaft. Es ist für ihn unglaublich wichtig gewesen, als in der Zeit, wo er in China vergessen wurde, wo er politisch kaltgestellt wurde, wo er nicht veröffentlichen konnte. Das Gefühl, es gibt da draußen in der Welt Menschen, die sich für mein literarisches Werk interessieren. Und das möchten wir als Literaturfestival vermitteln. Wir interessieren uns für die Autoren, die in Bedrängung leben, in Bedrängung schreiben, die großartige Literatur schreiben. Und wir laden die ein hier nach Berlin und tun alles, bis hin zu diplomatischen Anstrengungen, um die hier hinzubekommen. Das 12. Literaturfestival in Berlin ist kein politisches Festival. Es ist eine Bühne, auch für die, die keine Stimme haben.